Moin Moin! Willkommen zu einer neuen Runde U-Boot! Wen haben wir denn schon mal? Der Junko, der ewige Junko ist immer da. Guten Abend Junko, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich möchte noch ein bisschen heute was erzählen zu dem, was wir heute machen. Wir spielen heute den Beta-Patch B128. Der ist wohl am Donnerstag, dem 15. Oktober herausgekommen. Und ich will noch kurz was erzählen, was uns da heute auch erwartet. Dazu gehe ich noch kurz mal auf den Desktop. So, da haben wir das. Ich hatte eigentlich versucht, das, was ich hier lese, auf dem Desktop auch zu euch auf dem Bildschirm zu bringen, aber mir ist noch nicht eingefallen, beziehungsweise wie ich das hinbekomme, irgendwie hat das nicht geklappt. Deshalb gehe ich das einmal grob durch. Also, die Map soll sich dynamisch verhalten, das heißt, sie soll sich den Kriegsverlauf historisch anpassen des Zweiten Weltkriegs. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich die Karte verändert, ob die sicheren Häfen, die man vorhatte, die man nicht mehr anlaufen kann, neutrale Länder, wie sich feindlich oder freundlich verändern, etc. etc. Da bin ich sehr gespannt. Indoor Pool Simulator. Ah, warte mal. Hab ich da was falsch gemacht? Sekunde. Ich überprüfe das. Willkommen zum Indoor Pool Simulator. Habe ich da irgendwas in meiner Stream-Nachricht? Irgendwas? U-Boot? Nee, da steht doch alles drin. Ich dachte tatsächlich, ich habe noch mein Tabletop Simulator hier drin. Moin. Michi, willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, genau, ich wollte was zum Patch B128 Beta Patch Abstöße garantiert erzählen. Genau, eine dynamische Map soll sich da befinden. Ein Total 7 Missionen, die uns in das Spiel hineinbringen, wenn wir es halt noch nicht kennen. Dann soll auch der Realismus-Modus deutlich angepasst worden sein. Man kann das dann am Anfang des Spiels, wenn man das erstellt, einstellen. Bestimmt auch für den einen oder anderen interessant. Bei allen traue ich mich tatsächlich noch nicht. So, was haben wir denn noch hier? Pfadfinder-Modus. Auch ganz cool, wenn man aus dem Hafen raus will. Man klickt dann einfach seine Strecke ab, beziehungsweise wenn man so mal eine Strecke fahren will und der Pfadfinder-Modus setzt die Strecke, ohne dass wir irgendwo gegenballern. Mal schauen, ob es funktioniert. Und jetzt geht's weiter. Handclass Destroyer. Wir haben jetzt verschiedene Fraktionen, die sich mit eingeschlichen haben. Die polnische Navy, die freie französische Navy, die königliche norwegische Marine, die niederländische, die freie belgische und die Hellenik, das werden wohl die Griechen sein. Ja, die sind auch dabei. Dann kann man den Körper anpassen, so wie ich das jetzt hier gerade sehe. Die Mission, ja, das weiß ich nicht, dass man Englisch schlecht führt, da soll auch irgendwas sein. Also sie sind auf jeden Fall, sind deutlich anders aufgebaut, ganz nett. Und was war es noch? Die Grafik wurde ein bisschen überarbeitet. Man kann tatsächlich jetzt auf 4K spielen, Texturen. Das kriegt meine Übertragungsrate, glaube ich, nicht hin. Wir haben mit den Bildern, soll sich auch irgendwas, Screen Space Reflections, soll sich irgendwas angepasst haben. Ja, und das wurde alles ein bisschen optimiert, ist aber noch eine Beta-Vision. Jo, die schauen wir uns dann einfach mal gleich an. Ich switche jetzt mal ein Spiel und erstelle mal ein neues Spiel. So. Zack, muss man kurz was einstellen hier. So, was machen wir? Fangen wir mit der U96 an. Schön wäre natürlich auch gewesen, wenn hier auch die... Ja, hier war hier auch eine Karte, ne? Oder schwebt der automatisch noch über hier, ich weiß es nicht. U96. Ach, guck mal, doch. Jetzt zeigt man uns den Hafen an. Schweiz ist neutral. Das passt, ganz cool. Ja, ich würde sagen, einfach wir fangen mit der U96 an. Da haben wir am meisten von, solange das Spiel stabil bleibt. Ich habe es tatsächlich ein paar Mal gespielt. Ein paar Mal ist das abgestürzt. Das gehört heute dazu. Wobei letztens ist mir das bei der 127er Vision auch passiert. Da ging auf einmal nichts mehr. Deshalb habe ich mein letztes Video auch in zwei Parts aufgeteilt. So, was können wir denn hier einstellen? Realistische Bilder, bringt das was? Oh ja.
bringt 6%. Erweitert die Matrosendienstpläne. Ja, okay. Achso, diese Option fügt weitere Aufgaben der Matrosen hinzu. Dienst an Tiefenruderstation, Ruderanlage und Reinigung. Ha, Reinigung. Diesen Aufgaben setzt technisches Grundkästchen voraus. Die Aufgaben sind nicht. Okay, sie ist ohne Bedeutung für das Spielsystem. Dunklere Nächte, nee, das hasse ich. Ist schon so schlecht da oben. Wir können überall gegenfahren. Oh, das bringt auch ordentlich Prozente hier. Manuelle Ziellösung, das bringt gar nichts. Okay. Die Erdkrümmung, die nehmen wir natürlich mit. Schwierigkeit Nachschub. Ach, das ist ja auch interessant. Was bringt denn auch schwer zum Beispiel? Okay, nicht viel, ne? Ich mache einfach mal Mittel. Mittel ist ganz gut. Schwierigkeitsgrad der KI. Mal gucken, was denn Mittel bringt. 21% haben wir jetzt. 5% hinzu. Okay. 32. Dann sprangen wir einfach mal auf schwer. Spielmodus normal. Ego-Perspektive. Nee, das mag ich nicht so gerne. Speichermodus. Nur Hafen. Das bringt keinen. Okay, so lassen wir es einfach mal. KI schwer. Und. Jo. Fähigkeitsgrad nach Schuppenmittel. Ich denke mal, das ist okay, das ist fair. So, jetzt können wir da einen neuen Typen herstellen. Ah, guck mal, jetzt ist das Ding hier. Höher, korpulent. Muskulös. Natürlich sind wir muskulös. Kann ich auch mal Unterhemd tragen? Nee, ne? Ja, komm, die Jacke finde ich mal gut. Die hat Kohlenfaktor. Fernglas, und hier nehmen wir. Gibt es irgendwas Neues hier? Eine Brille. Augenklappe 1, was ist denn Augenklappe 2? Das andere Auge schon, ne? Auch die Suche aus dem alten Verband. Schermütze des Kommandanten. Was haben wir denn hier alles? Oh Gott, das sind so alte Russenmützen hier. Lasse ich das Ding hier lieber kommen. So, Glatze habe ich immer, Bart habe ich ja schwarz. Ach komm, das lassen wir einfach jetzt so. Stimme? Kann ich nicht verändern. Okay. So, ich heiße Agulsor, genau. Bestätigen. Tony, mein Jung, willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Michi Sharky hat. Dich ja zum ersten Mal jetzt, glaube ich, gesehen, ne, Michi? Spielst du das Spiel auch? Oh, jetzt geht's los. Das Kotelett, was er hängt. Schön. So, Herr Kommandant, bevor Sie die erste Patrouille antreten, empfehle ich Ihnen, sich eine Ausbildung zu unterziehen. Die Ausbildungseinsätze werden. Ach, das brauchen wir nicht. Oh, hast du so einen schwächlichen PC, Michi? Wo ich spiele auch noch mit einem Gaming-Laptop, ne? Ich habe auch schon ordentlich gedrosselt. Aber ich will mir Ende des Jahres vielleicht einen neuen holen. Mal schauen. Okay, das haben wir. Jetzt leuchtet hier was. Das haben sie auch neu gemacht. Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouille. Ist ein bisschen leise, ne? Gute Arbeit. Gefälligkeit, Mannschaftsausbildung. Was können wir denn hier machen? Befehle vom Oberkommando. Das machen wir mal. Ist das laut genug von euch, die Ingame-Sound auch von der Sprache? Sonst muss ich das tatsächlich nochmal umstellen. So, was müssen wir hier? Planquadrant. Ach, das haben die auch neu beschrieben hier, ne? 2000 Kilometer. Normal waren wir 2500, oder? Hm.
Ah, gut, das schockt natürlich überhaupt nicht. Das verstehe ich natürlich. So, was wollen wir hier machen? Anmarsch. Zum Aufschiffe zerstören. Guck mal, hier haben sie das so schön gemacht. Feindlich, neutral, deutsches Reich. So, was gibt es hier Schönes? Schlachtschiff Nelson wurde hier kürzlich gesehen. Jo, die Nelson, die wollen wir haben. Ja, okay. Ende ich gleich, wenn ich hier raus bin. Okay, suche Missionsänderung. Ach, das ist ja auch cool. Da gehe ich sofort rein. Sound der Sprache und der Effekte stellen wir ein bisschen höher. Ich hoffe, das ist dann gleich ein bisschen besser. Dann schauen wir noch mal kurz, was der Kollege hat für uns. Egbert, einen wunderschönen guten Abend. Ja, irgendwie ist der Sound von der Sprache noch ein bisschen... Ich habe schon hochgestellt. Das ist der Beta-Patch B128. Da sind viele Erneuerungen reingekommen. Ich bin selber gespannt. Ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal gespielt. Er ist noch sehr instabil. Er stürzt ab und zu ab. Das gehört heute Abend dazu. Ich habe aber gesagt, ich streame es trotzdem mal, weil ich das ein bisschen mit euch mal durchgehen möchte. Und mal schauen, was uns denn die Zukunft bringt, vor allen Dingen. Genau. Das habe ich schon. Zwei Leute muss ich noch hinzufügen. Dann nehmen wir Dieter mit. Und Dieter, beide Dieter. Uwe! Uwe kommt auch mit heute, auf hoher See. Was ist das? Ach, das ist ein Kommandant. Okay, das haben wir. Mal gucken, ob jetzt... Also ich stelle tatsächlich nochmal die Stimme hoch. Das war tatsächlich ein bisschen leise. Aber ich habe die Stimme gleich... So, glaube mehr geht auch gar nicht. So. Was brauchst du, Herr Kaloy? Geht das jetzt mit der Sprache? Schau mal. Also mehr kann ich tatsächlich jetzt hier nicht hochdrehen. Ich kann nochmal kurz nochmal schauen. Ich habe das Spiel aber komplett hoch hier. So. Mehr geht nicht. Kameraden. Hauptlage Ausrüstung. So, Lebensmittel brauchen wir. Ich darf nicht so viel kaufen. Nein, ich darf nicht so viel kaufen. Nicht? Munition ist erstmal wichtiger als alles andere. So. Und Treibstoff. Torpedos. Ah, gut, hier wird auch nicht verladen. Das ist gut. Den hauen wir nochmal hier rein. Gegenstände. Das kennen wir alles. Kaffee ist das Wichtigste. Wie im Real Life. Ach, guck mal, ich habe schon wieder keine Kohle. Ich bin schon wieder pleite. Das gibt's doch nicht. Ja. Wo der Egbert recht hat, hat der Egbert recht. Jetzt besser? So, jetzt muss ich mir tatsächlich mal kurz mal luschen. Achso, alles klar, jetzt habe ich das. So, Hauptlager. Jetzt haben wir hier alles voll soweit. Ja, mehr passt da nicht rein. Das war gut. So, der Ventilator. Kriegt von uns auch noch ein paar Platten reingedrückt. Das haben wir, okay. Dann der Kollege hier. Das ist ja der. Der kriegt das von uns. Das ist der. Herr Kaloy. Der Funker. Kann sich mal den Koffer hier abholen. Und... Hans-Jürgen, lang nichts mehr von dir gehört. Nee, der braucht ihn ja gar nicht. Quatsch! Hans-Jürgen braucht das Ding ja gar nicht. Er braucht ihn. Hans-Jürgen kann das Ding gleich wieder hier hinlegen. Er braucht ihn. So.
Das haben wir. Das haben wir. Torpedos werden aufgeladen. Das ist schon mal gut. So, kann ich hier noch irgendetwas machen? Hauptlage habe ich. Nö. Nö. Dann können wir tatsächlich gleich mal losschippern. Ich speichere hier schon mal. Was war das? F5 oder F8? Ich weiß es gar nicht mehr. Gott, was war das? F8, ne? F8 war das. So. Dann den Kurs bestimmen. Wo müssen wir überhaupt hin hier? Genau, hier kann man erstmal schön sehen. Ich scroll mal ein bisschen raus. Deutschland. Frankreich von Deutschland besetzt. Das ist jetzt tatsächlich, es soll eine historische Karte sein. Zu dem Stand, wie es 1941 halt war. Polen hatten wir schon zu Teilen besetzt. Andere Teil wurde von der UdSSR besetzt. Norwegen halten wir hier oben. Hafen von Bergen. Ich weiß nicht, ob hier neue Häfen hinzugekommen sind. Nein, aber die sind alle noch neutral. Island ist feindlich. So, die Amis sind uns auch nicht mehr wohlgesonnen. Ne, Kanada ist uns feindlich gesonnen. Ah, siehst du, Kanada hat sich schon gegen uns gewandt. Die Sahara ist noch neutral. Genau, hier sind die ganzen feindlichen Kolonien halt. Die Franzosen etc. British Kongo. Ja, schön, cool. Das haben sie ja gut umgesetzt. Wie sieht es denn da hinten aus, unsere Verbündeten? Guck mal hier, Italien, Italienisch, Ostafrika. Okay, hier geht's auch weiter. Indien und die Japaner. Ne, hier oben sind sie, ne? Japan ist noch neutral, jo. Ja, coole Sache. Also es soll, die Karte soll tatsächlich dynamisch sein. Die soll sich den historischen Verlauf des Krieges anpassen. Da bin ich schon mal sehr gespannt, ob das auch so 1:1 umgesetzt wird. Aber die Idee dahinter, und wenn sie es tatsächlich so umsetzen können, ist schon cool. Guck mal, Albanien gehört auch zu uns. Mensch. Griechenland. Schweiz neutral, wie immer. Der Blitz. Der Blitz? Was soll das denn jetzt? Der Blitz? Ja, cool. Finde ich gut. Der Blitz. Was kann ich hier machen? Das ist die Karte, okay. Das haben die auch ein bisschen anders gemacht, tatsächlich. Die Icons sehen auch ein bisschen anders aus, meine ich. Ja, ein bisschen. Gut, aber wir wollen nicht lange rumeiern hier. Wir wollen in die Schlacht. Ach ja, es gibt neue Schiffstypen. Egbert und die Polen etc. Die haben alle ihre Marine, auch die freien französischen. Guck mal, und das ist auch neu, dieser Pfadfinder-Modus. Dass er automatisch, ich sage, ich will hier hin, er baut mir automatisch die Strecke hin, ohne dass ich hier vorher abstecken muss. Kurs setzen. So. Das ist auch neu. Kurs auf diese Koordinaten. Dart Putzig, einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass du eingeschaltet hast. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Ja, das finde ich schon mal cool, dass wir das tatsächlich... Der Blitz. Das ist ja auch cool, ey. Legen Sie den Kurs an. So machen wir das. Alles klar. Kleine Fahrt. Schneller, schneller! Ich habe jetzt, was ich noch dazu sagen muss heute, ich habe alle Mods ausgestellt, die ich sonst immer drin habe. Ich habe ja sonst immer diesen schönen Diesel-Mod hier drin, dass das hier hinten qualmt und Schiffsnamen etc. Das habe ich tatsächlich jetzt alles herausgenommen, weil ich habe Angst, dass das mir alles crasht hier. Grafik wie gewohnt nicht Maximum. Auf gut habe ich sie. Auch jetzt neu, glaube ich, die Kilometeranzeige bis zum unserem Punkt, wo wir hin müssen. Wenn man das jetzt hier dort sieht, wo meine Maus ist, 1109 Kilometer. Ich gehe jetzt mal mit der Maus rüber und dann zeigt er tatsächlich an, was wir da machen müssen. Das ist auch neu. Cool. Bin ich gut. So, den schieben wir erstmal hier rüber. Den Funke habe ich auch lieber hier. So, dann er kriegt ein, er kriegt zwei, er kriegt auch zwei, er kriegt ein. Kriegt er noch ein? Ja, tatsächlich passt. Aber es leckt ein bisschen tatsächlich. Naja, es ist halt noch Beta-Patch, die waren auch davor. Aber es soll uns heute nicht davon abhalten. Hoffe ich.
cool wäre, wenn hier sich noch ein bisschen leben, ne? Wenn man nochmal freundliche Schiffe etc. hätte. Hier sind tatsächlich ja nur... Wenn der normale eigene U-Boote, wenn überhaupt. Ja, Mensch, der schippert hier einfach so an der Kaimauer längs. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie das klappt, dass ich hier um die Kaimauer fahre. Ja, tatsächlich, das funktioniert mit dem Pfadfinder-Modus. Das haben sie schon mal sehr gut gemacht. So. Und nun wollen wir mal Attacke machen, ne? Beschleunigen wir mal die Maschine auf halbe Kraft. Also wenn ich tatsächlich Ende des Jahres mein Streambereich, wenn ich das alles so hinbekomme, wie ich das will, fertig habe da oben und einen neuen PC habe, dann werde ich tatsächlich natürlich auch mal spielen auf, 4K nicht, aber auf Maximum Einstellung. Dann sieht das natürlich bestimmt richtig lecker aus, das Spiel. Aber da schauen wir mal. Ganz entspannt. Deshalb muss das heute einigermaßen stabil laufen. Ich werde auch mal öfters speichern, dass nachher beim Absturz der Weg nicht mehr so lang ist. So. Knut Hansen ist auch da. Wunderschönen guten Abend, Knut. Ach mal, Sichtkontakt. Das sind aber schon unsere Jungs hier, ne? Ist das automatisch, wenn ich da reingehe, dass er jetzt so switcht vom Schnellmodus, oder? Nee, ach nee, wegen dem Küstengebiet, okay. Jetzt geht's wieder schneller. Jetzt haben wir Küstengebiet. Hier, immer. Mr. Zocker hat mir letztens tatsächlich noch erzählt, dass es wohl irgendwann einen Multiplayer-Part geben soll. Das wäre natürlich auch richtig cool. Oder ein Koop-Part, das wäre auch richtig toll. Was ist denn da? Ich glaube, darf ich mal sehen, was da neben mir fährt. Sieht da was? Nö. Ja, vielleicht haben wir tatsächlich Glück und finden die Nelson heute. Deutschland. Ja, siehst du, das haben sie gemacht. Der Blitz. Ich weiß nicht, was das mit dem Blitz auf sich haben soll. Vielleicht wird das Geheimnis noch gelüftet. Knut Hansen, hi! Schön, dass du dabei bist heute. Willkommen. Ja, das sieht ja schon deutlich... Also wenn das tatsächlich nachher so aussehen wird... bin ich schon sehr zufrieden, wenn sie die Dynamik auch ein bisschen umsetzen können. So, ich muss tatsächlich mal kurz hier mal schauen, mal kurz leise machen. Was heißt leise, langsam machen? Weil der schläft jetzt. Der ist am Motor. Also die beiden müssen sich tatsächlich mal austauschen hier. Der kann mal kurz schlafen. Das ist glaube ich neu, ne? Dass man da. Wenn ich hier auch aufschaue, der müsste ja tatsächlich. Der Wellengang schockt er gar nicht. Das ist aber neu. Aber wie gesagt, dass hier tatsächlich die Kilometeranzahl mit drin ist, das ist neu. Ich freue mich schon, wenn ich das irgendwann mal auf Maximum Auflösung spielen kann. Das muss so cool sein, wenn hier das Wasser so richtig... Also das sieht ja jetzt bescheiden aus. Das sieht trotzdem noch okay aus, oder gut aus. Aber wenn das dann tatsächlich mal hier hochdetailliert alles rausläuft, das sieht, glaube ich, schon richtig cool aus. Aber wir wollen jetzt ins Einsatzgebiet und wir wollen schauen, ob die Nelson da irgendwo rumkraucht. So, er muss hier an die Karten, sonst verfahren wir uns, das schocken wir nicht. So. Speichern nochmal ab.
Das ist aber auch neu, dass die Dinger hochkant sind, ne? Normal waren das immer so eine Gebiete hier irgendwie. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Jawohl. So, ein bisschen langsam. So, der kann mal, der hat gleich ausgeschlafen, der auch. Der kann mal an den Funk gehen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Die beiden können auch nachher gleich wechseln. Am besten wechseln sie jetzt schon mal. Weil wenn ich jetzt irgendwie so ein Schiff sehr wohl, Herr Kaloy. Finde, dann dauert das wieder so lange, bis die Torpedos heiß sind. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, und der kann gleich mal hier oben. Ich habe letztens tatsächlich noch Mods gesehen. Also die Modder-Szene ist ja richtig aktiv. Mit der originalen Flagge von damals. Und ich hatte ein paar Sachen mal hochgeladen bei mir im Discord-Channel. Die Mods, die ich immer drin habe, auch jetzt zum Beispiel mit Originalmusik von damals. Ist teilweise aber leider aber nicht so gern gesehen, wenn man das später auf YouTube hochlädt. So, ich fahre jetzt tatsächlich einmal hier bis oben hin durch. Ach cool, das ist auch cool. Wenn ich jetzt einfach mal so mache, dann baut er sich gleich den Kurs automatisch hier herum. Das ist ja cool. Das haben sie gut gemacht. So, ich glaube, somit können wir ganz gut fahren. Wir haben ja eh Nacht. Kapitän. Oh, was ist hier los? Wieso habe ich so viel Wasser drin? Irgendwas passiert? Ach, das hat geregnet. Ne, ich habe vergessen. Das hat bestimmt geregnet. Ich habe vergessen, die Luke oben dicht zu machen. Regnet das da oben? Ja, eigentlich nicht, ne? Das ist ja lustig. Total vergessen. ja gut, alles klar. So, weil er kann auch noch mal kurz was machen. Mal den Dieselkompressor an, alles klar. Dann chippen wir mal weiter. Der macht immer den Kartentisch, bevor wir uns gleich verfahren hier. Zu Befehl. Indoor Pool. Ja! Mensch, aber du musst doch mal mehr sagen, Mensch, ich kann doch nicht alles hier. Also ich bin so aufgeregt, dass ich hier einen Stream habe, da vergesse ich immer die Hälfte. 1,4, ja. Ja, aber wo kommt das Regen her? Ich habe das Spiel gerade neu gestartet. Dann hat er wohl irgendeiner den Propfen gezogen hier. Oh, das ist auch neu, dass ich darauf achten muss. Oh Gott, da musst du sonst halt nie was. Michi, das war ja, naja, nicht schlecht. So, jetzt schippern wir mal ein bisschen hier über die Weltmeere. So, wie viele Kilometer haben wir denn jetzt hier? Gut, das war, hier steht 2500. Vorhin stand 2000 doch, oder? Oder irre ich mich da? Bei der Missionsbeschreibung. Stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. Und dann habe ich vergessen, ich Dussel. Dann habe ich vergessen, die Pumpe anzumachen. Dann habe ich vergessen, tatsächlich die Pumpe anzumachen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Fahre ich gleich nachher, wenn ich hier durch bin, mit der Toje, würde ich tatsächlich, glaube ich, hier reinfahren. Irgendwo soll ja hier angeblich die Nelson sein. So, jetzt werfe ich die beiden mal hier. Ihn noch mal kurz pennen. Ja, ist eh dunkel. Ich kann schlafen. Und der nimmt den Kartentisch, alles klar. Gibt's auch eine Musik hier? Die kennen wir. Das hört sich mal gut an. Die mag ich gern hören.
hier überhaupt keine Schiffe? Also ich werde erstmal die Patrouille hier abbestücken. Nochmal abspeichern, wenn wir schon mal so weit gekommen sind. Na gut, ich mach's mal aus. Will ich auch nicht belästigen damit. So. Das ist ja... Oh. Ach, das ist aber auch. Also ich meine, ich hatte eben tatsächlich noch nicht die 2,5 voll, ne? Und jetzt hat er sie abgebaut. Gut, er stand tatsächlich... Ne, 2000 sollte ich normal laut, der Mission 2,5 stand hier, aber jetzt hat er tatsächlich schon abgeschlossen. Okay. Dann funke ich das zurück und dann werden wir mal hier durchscheppern. Und mal schauen, ob wir irgendwo die Nelson erwischen. Weil die wartet ja eigentlich irgendwo auf uns auch, ne? So. Das war mein Maschinenwilli, ne? Okay. Dann fangen wir nochmal langsame Fahrt, dann verbrauchen wir nicht so viel. Und dann... Schippern wir mal hier rein. Da kann man das Licht mal wieder normal stellen. Der Wellengang, ja, da hast du vollkommen recht. Wenn die Klappe nicht dicht ist. Obwohl, die Klappe ist zu, ne? Die Klappe ist zu. Wie ist das Wasser hineingekommen? Hm. Na gut. Ja, das wäre tatsächlich mal interessant, mal einen Spieler zu erstellen, was denn 44 war. Kann man ja Italien etc. Wie sich dann die Karte verändert hat, ob sie tatsächlich historisch angepasst ist. So, der muss mal schlafen, der Junge hier. Jawohl, Herr Kaloy. Schornsteinrauch. Nein, du musst arbeiten, Junge. Warte. Erstmal muss er einen Kaffee haben, ja. So. Wo ist der Schrank hier? Boah. Ah, jetzt hat der gedusselt. Okay, jetzt geht's los. Guten Morgen. Guten Morgen? Junko. Irgendwas? Wollt ihr mich heute ärgern? Abfangkurs berechnen. Abfangkurs. So, dann luschen wir doch gleich mal. Jawohl, Herr Kaloy. Jawohl. Der geht an die Maschine wieder. Ja, der Junko ist wirklich so einer. Auf Gefechtsstation. So, was hat mit dem Verein hier? Ist aber kein Bewaffneter, ne? Nee. Oh, ich hasse es ja tatsächlich immer im Dunkeln zu spielen. So. Oh, den kann ich ja so abschießen, ne? SS. Zufick, okay. Empire Lilliput. Ist das so ein C3er? Oh, ist das schlecht zu sehen. Komm. Das ist einer mit Geschützen. So, warte mal den nächsten Blitz mal ab. Torpedokurs berechnen. Hm. Ich nehme die tatsächlich als erstes mal raus. Der Winkel ist natürlich ein bisschen bescheiden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und dann kommt er auch noch mal hinzu. Jawohl. Oh.
Torpedo ausrichten. Wir kommen noch aus, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Den haben wir schon mal. So, habe ich auch Torpedos, die richtig heiß sind. Kommt da noch was? Wir nehmen die auch mal beide rein hier. Ausrichten. Und den werden wir tatsächlich mal... Nur die T1er. Boah, die reichen. Die müssen reichen. Abfangkurs berechnen. Rohr 1 bewässern. Los! Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Rohr 2, bewässern. Warum werden die eigentlich warm gemacht? Ja, Sekunde bitte. Die werden wohl warm gemacht, damit die Trefferwahrscheinlichkeit und Chance erhöht wird. 30 Sekunden. So. Genau. Junko hat das richtig erfasst. Und erläutert. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. 10 Sekunden bis einschlagen. Mal schauen, ob ich getroffen habe. Also ich ärgere mich, dass ich jetzt den Mod nicht spielen kann mit den Sound-Optionen, wo das alles ein bisschen verstärkt ist, also ein bisschen überarbeitet. Der A ging daneben, Herr Kaloy. Was? 20 Sekunden. Hier ging Aal daneben. 10 Sekunden bis Einschlag. Wofür der ist besser. Oh, war das ein Tanker? Ist das ein neues Schiffsmodell? Der sieht ein bisschen anders aus als sonst, oder? Empire Tower Class. Auf jeden Fall sinkt er. Aber den, um den müssen wir uns mal kümmern hier. Torpedo, Torpedo, ausrichten. Der geht unter. Das haben wir gut gemacht. Ja, also die Eckbert probier mal F5. Eckbert probier mal F5. Hast du da keinen anderen Chat? Ich lese hier nichts. Du siehst den Chat nicht, Eckbert? Also ich sehe hier, dass Joko, du dein Schreiben sicher auch. Tor 3, bewässern! Hast du da einen... So. Tor 3, bewässert! Nee, also... Also ich sehe den ganzen Chat hier. Los! Also hier ist Joko schreibt, Dark Putzi schreibt, der Toni hat vorhin auch noch geschrieben. Bis Torpedo einschlagen. Knut Hansen hat geschrieben. Michi hat auch nochmal geschrieben. 30 Sekunden. So, jetzt muss er mal klappen. Was ist das denn? Sichtkontakt, kleine Gruppe. Da müssen wir gleich nochmal luschen. Rohr 2 geladen. 20 Sekunden. Das ist auch neu mit Plan Quadrant. Switch-Probleme. 10 Sekunden bis einschlagen. So, jetzt aber. Ja. Aber kein Feuer. Kein Feuer. Ich werde mal... Der nimmt den... Ich werde mal mit Leuchtmunition schießen. Mal schauen. Was ist denn da?
Mein Kommando ist noch gar nicht am Waffenturm hier. So, ich will die Leuchtmunition haben. So, ich weiß gar nicht, wo das Ziel ist. Da hinten, ne? Ach, guck mal, wie geil das ist. Dann leuchtet das so ein bisschen hier. Ein bisschen sieht man das, ne? Die Dinger gleich runtergehen? Leuchtet das ein bisschen mehr? Nee. Na gut, dann stellen wir wieder um. Vorne ist der Kahn ja. Oh, das war ein Wasser. Was ist? Warte, warte. Ja, wird zensiert wegen. Was soll das? Wird zensiert wegen Assoziation mit Japanern, was im Schimpfwort gibt. Was? Amis, was? Die Rafter? Hä? Jetzt sehen wir das Schiff auch wieder, Menes. Jetzt sehen wir das Schiff. Jetzt machen wir noch schön die Kameraansicht. Oh, da schießt einer auf mich. Wer schießt da denn auf mich? Warte mal, ich muss mich drum kümmern. Ach, das sind meine eigenen. Komm, dann gehst du mir woanders hin. Sonst richtest du wieder Schaden an. Das gibt's doch nicht. Wo schießt der denn hin? Der Kahn geht nicht runter, weißt du was? Da habe ich jetzt die schon voll. Der kriegt gleich ein Torpedo von mir und dann ist gut. Oder wir machen das so nochmal hier. Der geht nicht runter, das gibt's noch nicht. Ich sehe den gar nicht mehr. Da hinten ist er, ne? Also was wird denn jetzt hier geblockt? Junko, was wird geblockt? Mein ganzer Chat wird hier geblockt? Nein. Guck mal, der Sound von der 8.8er wird ab und zu auch abgewürgt. Habt ihr es gehört? Der war jetzt gut. Haben wir den jetzt endlich? Das langsam wird er mir zu lästig hier, der schneller, Kollege. Schneller. Der brennt ja nicht. Vielleicht die ganze Zeit Feuer am Deck? Das mache ich gerne. Davon, der Lümmel. Das bringt ja nichts, ne? Ja, war geblockt. Ich hab's freigegeben. Das ist ja irre. Hat doch gar nichts gemacht, der Junge. So, jetzt muss ich andere Munition. Jetzt krieg ich die. Also, dann hätte ich lieber ein Torpedo benutzt. Der Kahn geht ja gar nicht unter. Guck mal, der 8.8er Schuss, der war jetzt komplett... Soundbug. So, muss jetzt doch mal langsam runtergehen, das Ding hier. Ja, dankeschön. Legen Sie den Kurs an! Ich beschleunige das mal ein bisschen. Ja. Nein, der ist immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo ist dieser Kahn? Der müsste jetzt links neben mir sein, ne? Komm. Ah, warte, was ich noch machen könnte. Ne, wo war das hier? Wieso ist der Kreis? Wer ist Licht angemacht? Nee. So, jetzt geht der Kahn. Ach, guck mal.
Jetzt senkt sich der wieder normal hin. Aber jetzt geht er runter, ne? Es regnet. Jetzt haben wir schon gleich Wasser übrigens hier. Nein, Tootel, habe ich nicht absichtlich nicht gemacht. Weil sonst haben wir keine Schiffe mehr. Das ist noch ein bisschen buggy. So, das Ding haben wir jetzt tatsächlich. So, jetzt kann er auch mal schlafen gehen, der Junge. Das hat er super gemacht. Legen Sie den Kurs an. Hurra! Hüllenbruch, Sie sinken. Das haben wir geschafft, ohne dass das Spiel abgestürzt ist. Also, den ersten... Was ist das denn für eine kleine Gruppe? Das kann auch ein U-Boot sein, oder? Schneller, schneller! Das kann auch nur ein U-Boot sein. Das ist ein Flugzeug. Ach, nee, ist ein deutsches U-Boot. Ach, Mensch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, alles klar. Das haben wir. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, da ganz hinten. Legen Sie den Kurs an. So, da möchte ich jetzt hin. Aber wir wollten noch mal schauen. Kapitän. Ist jetzt reingeregnet hier? Besetzen Sie diese Station. Wer ist das denn hier? Wer will? Ich will keine Follower kaufen. Danke, danke. So, habe ich jetzt die Pumpe bedient? Ja. Wieso ist der Kreiselkompass? Genau. Ist in Betrieb, zeigt alle Kompass an Bord nach Norden. Die Wahrscheinlichkeit der Position ist für den erst verringert. Okay. Den machen wir aber mal aus. Und dann gehst du aber mal an den Kartentisch, mein Freund hier. So, und dann schippern wir mal hier hin. Deshalb ja, das haben wir. Der Transportschiff. Ne, ist schon versenkt, das Transportschiff. Okay. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Ja, die habe ich in letzter Zeit öfters gehabt. Die wollen dann mir irgendwelche Leute andrehen. Ach, guck mal, das ist auch neu. Klicke, um Verbündete zu treffen. Gebiet wird betreten. Was ist das denn? Das ist ja auch neu. Ja, der wollte tatsächlich... Die kannst du dir kaufen. Du kannst ja Follower und irgendwas anderes kannst du dir heutzutage schon kaufen. Das ist... So, was kann der dann machen? Was ist das denn? Angriff? Okay. Das ist ja... Das kennen wir ja alles. Ich schicke den jetzt aber mal weg. Weil ich selber ganz woanders hin will. Und solange der mal in der Nähe ist, kommen wir leider nicht vorwärts. Auf jeden Fall nicht schneller vorwärts. So, alles klar. Schneller, schneller! Dankeschön. Ja, das haben sie schon gut gemacht. Also, es sieht jetzt deutlich besser aus, muss ich sagen. Ich speichere nochmal ab, genau. Als mit dem alten Patch. Also, das finde ich schon sehr cool. Was mich jetzt tatsächlich irgendwann nochmal freuen würde, wenn das denn tatsächlich vom Hersteller auch... Oh, Schornsteinrauch. Das ist bestimmt das U-Boot, oder? Bei Schornsteinrauch. Ei, ei, Herr Kaloy. Quatsch. Na komm schon. Ei, ei, Herr Kaloy. Schornsteinrauch. Ich werde das Ding mal abfangen. Bestätigt. Ich glaube zwar, dass es nicht... Bei einer Gruppe. Es kann auch eine Korvette sein oder sowas. Ne. Oh, okay. Das ist ein feindliches Schiff. Okay. Herr Kaloy. Dann kann der sich nochmal Käffi nehmen, weil der muss gleich fit sein, der Junge. Der muss gleich richtig fit sein. Den brauche ich gleich. Der liegt schon wieder schlafen. Das gibt's doch nicht. Okay, ich bin gespannt, was es ist. Den ziehen wir mit, den Jungen. Das weiß ich nicht, die Story. Gab es eine Story? Oh, der hat auch nicht Speed hier. Ist ein Tanker? Kleiner Frachter. Alarm! Auf Gefechtsstation! Der hat die Plattform, aber da ist doch keine...
Meine Augen sind auch schlecht hier im Dunkeln. Immer im Dunkel. Empire, was ist das? Lifeguard? Jo, komm, die versenken wir einfach mit dem Torpedo. Da komm, was soll's. Cool. Ne? Ach, wir können das tatsächlich mal. Warte mal. Angriffsbefehl für dieses Ziel. Mal gucken, ob das U-Boot jetzt mal ein bisschen mehr Gas gibt. Da bin ich mal gespannt. Mal schauen. Wie sieht das jetzt, ob sie da irgendwas geändert haben? Das U-Boot immer noch 10 Torpedos hintereinander rausballert. Angriffsbefehl hat es bekommen. So, ich muss auch mal ein bisschen schneller werden. Schneller, schneller! Nee, der soll ja schon jung. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Legen Sie den Kurs an. Gut, der. Ei, ei, Herr Kaloy. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Ja, dann mach mal. Da bin ich mal gespannt, was das U-Boot macht. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Angriff. Abfangkurs berechnen. Bestätigt. So. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Du greifst ihn nicht an. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Warum schießt er keine Torpedos? Ist da ja dunkel. Schade, das hätte ich jetzt gerne mal gesehen. Dann nehme ich mal selber mal rein, komm. Was soll's. Torpedokurs berechnen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wieso greift er ihn nicht an? Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Gut, dann machen wir es so, komm. Rohr 1 bewässern. Ich dachte eigentlich, er greift ihn an. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Es gab ja auch Anfang an ein leicht komplett rauskommen. Freund U-Boot soll. Ja, also die, wenn der angreift, die hauen ja teilweise immer 3-4 Torpedos Sekunden auf einmal raus. Da bin ich immer ein bisschen geizig. Nee, das hat tatsächlich aber hinten eine Plattform für irgendwas, oder? Täuscht das. Alter, den habe ich ja richtig getroffen, wa? Guck mal, der ist ja gleich weg hier. Oh, da bin ich ja hier noch. Mit meinem Licht, das habe ich ganz vergessen auszumachen. Jo, der hätte mal richtig gesessen, das Ding. Wow. Ach, hier, guck mal, jetzt schießt er. Habt ihr das gehört? Jetzt schießt er die Torpedos raus. Da muss ich jetzt aufpassen. Guck mal, 5 Torpedos. Alter, wie viele Torpedos ballert der raus? 4 Stück. Ich muss mal die Funzel ausmachen, tatsächlich. Ja gut, das U-Boot meint das immer ein bisschen großzügig. Vielleicht sehen wir das hier noch. Mal die Kamera mal an. Aber da ist nichts mehr, wo er hinschießt. Das ruckelt immer ein bisschen. Das könnten sie auch mal abändern. Das ist aber beim aktuellen Patch genauso. Gut, alles klar. Das Ding haben wir versenkt. Aber jetzt will ich mal hier rein. Lasse ich mich immer ablenken von einzelnen Gurken hier. Rohr 1 geladen. Ich mache das jetzt hier gerade nicht. Also das, was hier gerade hoch, so schnell hoch und runter geht, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum er das macht. So, das bin ich jetzt wieder. Aber wie gesagt, das ist ja auch noch ein instabiler Beta-Patch. Von daher will ich auch nicht so viel verlangen. So, der kann sich tatsächlich mal kurz hinlegen. Der ist erschöpft. Da nehmen wir auch mal die Leute raus.
Der müsste eigentlich den Kartentisch mal wieder bedienen. Das kann er ja auch machen. Dann kann der sich mal pennen hinlegen. Jo, und der auch, komm. Alle schlafen. So, nun dürfen wir uns auch nicht abhalten lassen von der Mission. Ich speichere hier nochmal ab. Also bis jetzt läuft es stabil. Größtenteils fehlerfrei. Denn echt wird also begeistert. Jetzt will ich mal tatsächlich hier nochmal in den Hafen reinfahren. Und mal schauen, wie es im Hafen aussieht. Da gab es ja auch immer diesen... Was ist das? Ein Backenfehler, wenn man ein Schiff getroffen hat im Hafen, dass es dann immer einen halben Kilometer von der Kaimauer abdriftet. Und das finde ich auch cool, ne? Ich klicke jetzt einfach meinen Kurs und er umfährt alles automatisch. So. Da will ich hin. Jawohl. Abgespeichert hatte ich. So. Was ist das? Der Blitz. Oh. Ich identifizierte. So, und der Ton, der schickt mir andauernd hier auf mein Handy irgendwelche Nachrichtenlisten. Wir wollen mich nachher noch ein Tabletop-Spiel spielen auf dem PC hier. X-Wing, wer das von euch kennt. Oh. Warte. Was ist denn hier los? Okay. Wer bist du denn? Ach, das ist aber auch neu, dass sie so nah an der Küste rumschippern, oder? Also ich glaube, das ist ganz neu. Das haben die vorher nicht gemacht von den Routen her so dicht. Die sind eigentlich immer nur auf ihren Hauptort. Der ist ja ziemlich nah an der... Der ist ja schon was auf dem Boden hier. Okay, den schnappen wir uns. Aber ich habe keinen, der ihn schnappen kann. Egal, schippern wir mal ein Stück weiter. Mal Beleuchtung. Ah, siehst du, mein Fehler. Die Beleuchtung ist halt normal, das ist auch gut oder nicht? Doch, plus 10, genau. Alarm. Ich habe ja keinen Alarm. Ja, schauen wir mal. Dass wir den hier gleich reinbekommen. Der sitzt ja tatsächlich fast auf, ja. Also, das sehe ich genauso. Es ist ein bisschen dunkel. Na gut, ein bisschen hat er noch. Das hier ist ja gerade so schlecht. Nee, hier sieht man das. Er hat tatsächlich noch ein kleines bisschen hat er noch. Warum fährt er da längs? Niemand weiß es. Komm, wir holen uns ihn einfach mal. Schneller, schneller! So, weil es zum Spaß bringt. Schießen wir den ab. Ja, an alle, die Bock haben auf U-Boot, die dürfen gerne Follow hinterlassen. Jeden Sonntag wird hier gestreamt, U-Boot. Heute der neue Patch, beziehungsweise der Beta-Patch. B128. Ich denke mal, nächsten Sonntag machen wir dann unser Spiel weiter mit dem aktuellen Patch. So. Wo war das Ding denn? Ach, da hinten. Schau mal einer an. Der Schuss von der 8-8, der wird teilweise echt immer abgeblockt, ne? Abgebrochen. So. Oh. Wo kommt der denn her? Okay, das ist jetzt ein bisschen buggy. Der kommt tatsächlich. Den schauen wir uns mal an. Der kommt jetzt tatsächlich hier irgendwo aus dem Berg herausgefahren. Okay, das ist ein bisschen fehlerhaft. Ich habe tatsächlich aber noch für Kollege Östermann einen wichtigen Auftrag. Von heroischen Ausmaß. Ventile. Ist das neu? Oder gab es die schon immer? Oh Gott.
Das ist dein Job. Du das hier mal. Die Lenzpumpe. So, und du das einfach nochmal schießen. Da kommt bestimmt gleich noch einer aus dem Berg heraus. Na gut, wir wollen auch nicht vergessen, das ist doch ein Beta-Patch. Das wollen wir jetzt nicht so ernst sehen, ne? Und der Schuss wird auch schon wieder zaumtechnisch abgebrochen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Ein Stück näher ran. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, das muss erreichen. Da treffe ich auch als Blinder. Doch nicht. Zerbrechen. Warte mal. Die HE ist besser. Ja, ab und zu wirkt er, wie gesagt, den Sound ab. Das ist schon mal wie so eine... Aber das werde ich mir alles aufschreiben. Dann werde ich den Entwickler mal diesen Bug-Report schicken. Warum brennt er hier noch nicht? Warum geht er nicht kaputt? Nein, eigentlich. So, und den da hinten. Der säuft ja richtig gerade ab. Doch nicht, doch. Herzlich willkommen im Chatraum von Raguso. Was hat der denn gemacht? Hat er irgendwas resettet hier gerade? Seid ihr noch alle da? Ja. So, dann schnappen wir uns den hier noch. Das hat er auch schön aber gemacht hier, ne? Mit der straffen Küste hier von Irland. Ja, das ist auch ein bisschen komisch, dass er noch trotzdem volle Fahrt hier scheinbar macht, hier vorne. Na gut. Wir wollen das nicht so eng sehen. Okay, unter bitte. Jetzt sinkt er. Okay, den haben wir. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja. Macht er gleich automatisch, dass er ab und zu das mit reinbringt. So, geht er jetzt unter oder nicht? Jo. Naja gut, er wird hoffentlich gleich untergehen. Ansonsten müssen wir gleich mal wiederkommen. Da schnappen wir uns den nochmal. Wobei, den werde ich jetzt. Der steht so cool da. Mach sie fertig. Jawohl. Jawohl. Der steht so gut da. So geht er jetzt unter, ja. Sie sinken. Der ist weg. Okay. Also ich wollte ihn mit dem Torpedo verbraten, ne? Die beiden sind nicht drin. Achso, die laufen jetzt auf den Posten. Okay. Der macht das. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Torpedokurs berechnen. Oh nein, jetzt haut er ab, ne? Er haut ab. Jetzt kriegen wir nicht. Das war doof jetzt von mir.
Dann machen wir ihn doch so jetzt mit der 8-8 her und ist gut. Ich dachte immer, ein Kreuz an der Backe, der hatte 100... Ja, das ist halt noch nicht so ganz ehrlich. Ja, du hast vollkommen recht, Eckbert. Die panzerbrechende Munition ist natürlich immer am besten zum Versenken. Ich finde das immer so schön, wenn die Schiffe brennen. Bin ich ganz ehrlich. Wobei, mit der panzerbrechenden Munition kriegst du das auch beim guten Treffer hin. Und die nehmen wir dann jetzt auch. So. Ich wollte eigentlich tatsächlich mit dem Torpedo erschießen, weil der so gut stand, aber... Dann machen wir das jetzt so. Dann versenken wir den Karren einfach mal. Legen Sie den Kurs an. So, Geschwindigkeit. Doch, das passt noch. Ziehen wir noch mal ein bisschen rum. Also ich könnte so gar nicht treffen, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich so schießen würde, weiß ich gar nicht, wo ich hinschießen soll. Da bricht er schon wieder ab vom Sound. Naja, gut. Sollen wir noch eigentlich ganz gut gleich da stehen. Habe ich ihn überhaupt schon getroffen? Nö. Das ist so. Ich habe ihn die ganze Zeit getroffen, aber irgendwie ohne Schaden. Jetzt brennt das halt, ne? Da brennt doch irgendwas. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ja. Oder auch doch nicht. Also das ging normal, finde ich immer einfacher, ne, mit der 8-8er. Wie Munition man jetzt dafür letztendlich verschwendet, um diesen Kutter jetzt hier zu versenken. Oder ich schieße einfach immer von zu weit entfernt und ich muss das mal... Ja, der geht auch jetzt runter, oder? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Na, geht er runter? Auch. Okay, so, der legt sich mal kurz schlafen. Der macht den Kurs bestimmt. Das sieht alles gut aus. Hier können noch zwei ran. Sparen ein bisschen Sprit und dann fahren wir nochmal in den Hafen rein hier. Dann schauen wir, was hier noch los ist heute. So, da war der Hafen, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Das ist ja lustig, dass das eine Schiff hier aussehen. Aus dem Land herauskommt. Oh, warte mal. Der ist nicht gesunken. Das gibt's doch nicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Der ist schon wieder nicht gesunken. Wo ist das Ding hier? Da hinten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Die immer mit ihrer Luftblase, oder was das da ist. Zu Befehl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, komm, einmal Gas geben jetzt hier. Soll doch langsam mal reichen, oder? Ja, jetzt geht er runter. Danke.
oder? Oder? Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wir haben Bruch, Sie sinken. Danke, so. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Ich dachte schon, wir schaffen das gar nicht mehr heute. Der geht mal kurz schlafen. Jo, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Speichern, nicht vergessen. Also ich muss sagen, bis jetzt läuft er stabil. Klar, wir haben so einen kleinen Pack oder so, das ist ja nicht schlimm. Aber das finde ich schon mal richtig cool. Und dass die Schiffe jetzt scheinbar alle Namen haben. Also ich habe die Mods alle deaktiviert. Das ist schon cool. So, jetzt wird es gleich lustig. Ich glaube, hier sollte ich auch langsam mal unter Wasser gehen. Das mache ich, denke ich, mal ab hier, jo. Jo, das können wir so machen. Kleine Fahrt. Das ist ein bisschen länger, dann ist der Kollege auch ein bisschen ausgeruht gleich. An. Ich hasse den Hafen ja hier von Belfast, ne? Das ist ja, weil er so eng ist. Und ich weiß auch nicht, ob hier Minen waren oder U-Boot-Sperren. So. Schneller, schneller! Genau, dann fahren wir jetzt hier gleich in den Hafen rein. Sieht gut aus. Haben Sie das auch neu überarbeitet? Ich weiß das gar nicht. Das ist so ein süßes Use-It-Look, hat so ein bisschen rostig etc. Oder war es vorher auch schon so? Rein. Guten Hafen. Oh. Oh. Schneller machen wir jetzt aber nicht. Mr. Zock, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Nein, alles gut. Wir haben jetzt schon erfolgreich hier ein paar Schiffe bekämpft. Einen kleinen Bug hatten wir jetzt bis jetzt gehabt. Aber ansonsten läuft es dafür, dass es ein Beta-Patch ist, alles sehr stabil. Und gut, muss ich sagen. Wurde überarbeitet, okay. Ich hatte aber in den Patch Note auf Steam, da kommt ab und zu ja ein Fix etc. steht immer, da stand nichts. Ja, Arbeit geht vor, Mr. Zock, alles gut. Läuft ja nicht weg, ich lade es komplett für dich wieder hoch auf YouTube. Den Part 2 von letzten Sonntag habe ich auch schon auf YouTube hochgeladen. Und dann kannst du es in Ruhe anschauen. So, jetzt will ich tatsächlich gleich mal auf Tauchstation gehen. Ich habe mich ein bisschen Angst, dass mir gleich was entgegenkommt. So, ich glaube, jetzt können wir mal auf Seerohrtiefe gehen. Wegen der Sicherheit. Wechseln auf E-Motor. Der kann sich noch kurz ausruhen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, wir sind schon. Wir streifen schon fast den Boden hier. Also es hat sich tatsächlich mit der Zock einiges geändert. Ich mache mal für dich natürlich nochmal die Weltkarte auf. Das Großdeutsche Reich hier, wurde Deutschland hier genannt jetzt, aber historisch haben sie es immer anders genannt. Auch cool gemacht, hier von Deutschland besetzt. Der Blitz, keiner weiß bis jetzt, was das bedeutet. Vielleicht hast du heute die Lösung da für uns. ja, das hat, und die Karte soll tatsächlich dynamisch sein, also historisch sich angleichen mit den Jahreszeiten, dass dann hier was hinzukommt, da was verschwindet, etc. Da bin ich sehr gespannt. Und ich meine auch, einer von diesen Frachtern sah anders aus als sonst. Da bin ich mir aber nicht ziemlich sicher.
Das müsste nochmal überprüft werden. So. Sehr wohl, Herr Kaloy. Werden wir mal in den Hafen reinschippern. Oh, was ist da los? Oh, er ist müde. Komm, den hauen wir jetzt nochmal ein paar Kaffee nochmal rein. Die letzten. Oh, das müsste passen. Der Blitz, glaube ich, bedeutet, dass die deutschen Bomber angreifen. Also historisch war doch da irgendwas, ne? Warte mal, ich mach's hier mal. Der Blitz. Interessant wäre, ja, kann sein natürlich, dass der Hafen von Cardiff dort angegriffen wird, oder hier. Und dass denn da die Verteidigung brach liegt oder irgendwas. Also das wäre cool, wenn man tatsächlich noch so irgendwann die Flugzeuge, die Deutschen hätte dazu. Und ja, es soll ja auch polnische Schiffe geben und freie französische. So, wir sind jetzt hier im Hafen. Da bin ich auch schon mal gespannt. Da wollen wir jetzt rein. So, wie weit haben wir noch? Da bin ich gleich gespannt. Der Blitz, ja. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Stand in den Patchnotes, habe ich mal nichts gelesen. Aber das Spiel hat so viel Potenzial. Und es wäre so cool, wenn diese Macher das tatsächlich ausschöpfen würden. So, ein bisschen Kontakt. Was haben wir denn hier? Hier hat man meistens das Glück, dass hier irgendwelche Schiffe hinterstehen, die mir ein bisschen schießen, ein bisschen Aua machen. Aber wir fahren noch mal ein bisschen weiter ran hier. Geschwindigkeit klein. Dann schauen wir mal, was wir hier noch finden werden. Ein Schiff ist ein bisschen wenig, ne? Jetzt will ich tatsächlich mir mal. Kaffee nehmen. Tiefenruderstation. Da sitzen tatsächlich Konrad Otto und Klaus Vogel. Sag mal, gab's Mr. Zock. Oh, es gibt Hamburg. Nein, war ich noch nicht. Die Ventile, waren die vorher auch da? Das weiß ich gar nicht so. Also sie haben schon... War Hamburg tatsächlich da? Kiel? Nee, Hamburg gibt's doch gar nicht. Wilhelmshaven ist es. Wilhelmshaven und Kiel. Hamburg gibt's leider nicht. Dachte schon. Aber ich denke mal, die werden das noch alles einbauen. Also jetzt wollen wir mal die Kutter hier mal schauen. Was haben wir denn hier? Der kann auch mal ran hier. Machen wir nochmal eine kleine Fahrt. Schneller, schneller! Okay. Stoppen wir das Ganze mal. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Torpedo, 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 ausrichten! Also, Egbert, das ist komisch, dass du den Chat immer noch nicht lesen kannst. Warte mal, kann ich da irgendwas machen? Keine Ahnung, warum du den Chat nicht lesen kannst. Oh Gott, jetzt habe ich gerade auf Mr. Zock gedrückt hier. Also, Egbert, das tut mir tatsächlich leid. Ich weiß nicht, warum du den Chat nicht lesen kannst. Ich glaube, alle anderen können den Chat hier lesen. Das kann sein, ja. Wobei, ich habe tatsächlich auch Probleme. Ich konnte immer sonst auf mein Handy... Ich habe ja nebenbei hier noch ein Tablet liegen und mein Handy ab und zu für den Chat. Achso, hat er den schon? Ja. Dass ich teilweise die Auflösung nicht runtersetzen kann. Weil ich brauche ja keine 1080p oder sowas,
um den Kram hier jetzt laufen zu lassen. Mir reicht ja 360. Oh. Aber das geht irgendwie nicht. Herr Kaloy? Umzustellen, keine Ahnung, woran das liegt. Sonst ging das immer. So, Ventilatoren an. Jo, dann versenken wir den Lümmel gleich mal. Eigentlich müsste das ja schon reichen vom Torpedo her. Rohr 1, bewässern! Ja, mach das, Eckwert, bis gleich. Rohr 1, bewässert! So. Den nehmen wir auch mal gleich. Torpedo ausrichten! Ich glaube, hier sind auch schon Schiffe. Oh. Torpedokurs berechnen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. Wo ist der Torpedo? Aber meistens siehst du ihn, ne? Ach, da ist er ja. Da haben wir ihn ja. 10 Sekunden bis Einschlag. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das immer noch ist. Er wird getroffen und driftet erstmal einen halben Kilometer raus. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Was? Wo ist der Torpedo hingegangen? Ist er tatsächlich vorbeigegangen? Da ist er doch. Was flog denn hier herum überall? Ja, den Fehler gibt es leider immer noch. Schade. Aber jetzt kriegen sie vielleicht immer raus. Aber es ist ja nur ein halbes Schiff. Wo ist der Rest denn vom Schiff? Den haben wir. Der bümmelt immer noch. Rohr 2, bewässern. Los! So, und den nehmen wir auch gleich mit hier. Torpedo, Torpedokurs, Torpedo ausrichten. Ja, aber dass sie dann so weit abdriftet. Also das hätten, das da hoffe ich, dass sie das irgendwann nochmal hinbekommen. Rohr 3, bewässern. Dass es anders sein wird. Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Die Nigella haben wir versenkt. Rohr 3, bewässern. Los! Wer ist auch geil, er schläft hier, ne? Der soll die Torpedos heiß machen. Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Ja, der passt, der kommt hier rein. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ja, hier ist das ein bisschen realistischer, das passt. Das Ding ist versenkt worden. Lass den Bug auch... Ach, guck mal! Den hat es den Bug komplett weggerissen, aber hängt noch dran. Das haben sie gut gemacht. Das ist... Primrose wurde versenkt. Was ist hier denn? Fleischkonserven, okay. Und hier sehe ich auch noch was. So, warte mal, wir haben hier noch ein Torpedo. Schauen wir mal, wo ist er? Da ist er. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Kannst du gerne machen. Also wenn du Möglichkeiten hast, wenn du Ahnung hast, was du alles machen kannst, darfst du das gerne machen, Mr. Zock. Tob dich aus. So. Ach, wo fällt er denn jetzt hin? Fährt er jetzt los?
Bestätigt. Ich kann Kurs setzen, aber was macht er denn da? Fährt er jetzt weg? Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jetzt hört er auf, dann kriege ich jetzt auch einfach mal. Ich habe ein bisschen Angst, dort reinzufahren, weil ich mich glaube, hier sind Schiffe. Das ist meistens so. Los! Hier, fertig. Dank dir, Mr. Zock, vielen Dank. Aber nur, wenn das dir keine Mühe und Arbeit bereitet. Ja, du wolltest ja auch gleich noch ins Bett. So. Schauen wir mal, was wir jetzt erreichen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ich glaube, ich hätte mal sparen können. Warte, das Schiff sinkt eh. 40 Sekunden bis Torpedo Einschlag. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Ach, und jetzt blockiert das die Hafeneinfahrt. Die Lowlander. Nein, der geht nicht daneben. Der kommt gleich bestimmt. Das kann mir nicht vorstellen, dass er daneben geht. Wo soll er denn hin? Wo habe ich ein feindliches Schiff getroffen? Gut, wir fahren doch einfach mal jetzt ein Stück näher ran. Komm, jetzt will ich erstmal wissen. Wenn du das zu nah mit der 88er ans Schiff ranfährst, trifft. Wenn du zu nah mit der 88er ans Schiff fährst, triffst du dich selber. Ah, okay. Ich speichere mal kurz ab. Irgendwo soll hier. Irgendein anderes Schiff habe ich getroffen, aber welches? Tatsächlich nur noch die beiden hier. Oh. Oh. Stopp. Wer schießt denn da auf mich? Ah, hier ist doch eins hinter. Da, der kleine Kutter. Na gut, dann lassen wir das. Dann fahre ich da natürlich doch nicht rein. guck mal. Jetzt sind die Schiffe sichtbar. Okay, dann... Eine Korvette ist hier noch. Dann lassen wir das tatsächlich. Ah, gut, jetzt werden die alle wild hier. Torpedokurs berechnet. Den versuche ich nochmal rauszuholen. So. Stopp. So. Power 5. Los! Dann schauen wir mal, ob ich den hier nochmal treffe. Die Hollyhock. Wie steht es um den hier? Schau mal. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Nö. Feindliches Schiff wurde getroffen. Gut, dann belassen wir das einfach, würde ich sagen. Ich habe auch kein Torpedo mehr. Dann werde ich mal rauskutschieren Richtung Heimat. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Treffen mich ja zum Glück nicht, die Jungs. Feindlicher Zerstörer auf. 4 Uhr. Kommt hier noch einmal her. Ist das die neue Klasse? Nee, ach nee, die neue Schiffe gibt's ja nicht. Die haben nur neue Fraktionen. Von den Belgien etc. Ja, schade. Kein Torpedo mehr. Dann tuckern wir jetzt nach Hause. Wobei, ich müsste doch einen noch haben, oder? Kapitän? Einen hier hinten muss ich doch noch haben. Ja, warte mal, warte mal. Ich bin komplett leer. Ja, war ja ganz lustig dann soweit. Ist das jetzt auch neu, dass es ein bisschen verschwommen ist? Weiß ich gar nicht. Jawohl. Dann fahren wir einfach mal hier.
Ja, das ist auch ganz cool, Mr. Zock. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Kurs hier... Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier, er baut automatisch die Route rum. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Das ist cool. Das haben Sie gut gemacht. Weil wir wollen jetzt hier längs. Jawohl. Der kann noch mal kurz funken. Schneller, schneller! Wenn wir Richtung Heimat kutschieren. So, ich glaube, dann kann man auch langsam mal auftauchen. Tanks anblasen. Bisschen frische Luft. Und den Ventilator schalten wir natürlich aus. So. Ab nach Hause. Ja, schade. Ich hätte tatsächlich die Nelson gerne versenkt, aber die soll es ja irgendwo hier rumtouren. Im Einsatzgebiet. Leider nicht. So. Das haben wir, das haben wir. Also was ich tatsächlich gut finde, dass mit der dynamischen Karte, wenn das denn tatsächlich so ist, dass sie sich verändert, finde ich ganz gut. Oh, zeigt gleich nochmal ein Problem hier, glaube ich. Kleine Gruppe, was könnte das sein? Das könnte ein Frachter sein, ne? Speicher mal ab. Darauf lasse ich es nochmal anlegen. Das ist die Route hier. Ja, genau. Das mit der dynamischen Karte finde ich ganz cool. Dass jetzt auch Freie Französische Armee, Polen etc. jetzt ihre eigenen Schiffe haben. Genau, ich glaube sogar, das eine war sogar eine neue Zerstörerklasse. Da muss man nochmal schauen tatsächlich. Gesehen habe ich sie jetzt noch nicht. Oh, nee. Kein Kaffee mehr. Schade. So, was gab es noch Neues zu berichten? Ich fand die Explosion teilweise ein bisschen anders. Bei den ersten Frachter, die ich versenkt habe, kann aber auch täuschen. Buggy ist noch ein bisschen, teilweise wenn man mit der 8.8er schießt, einige Schüsse sind dann, werden abgewürgt. Und dass hier von hier vorne durch die Insel ein Frachter gefahren ist, das war auch lustig. Aber ich denke mal, ansonsten ist das für einen instabilen Beta-Patch sehr gut bis jetzt spielbar. Kein Absturz bis jetzt. Und wir kriegen sogar noch einen Frachter vor der Flinte. Der unter Wasser fährt. Ja. Weiß nicht, ob der schon versunken wurde. Auf jeden Fall versenken wir den auch noch. Abfangkurs berechnen. Jawohl. Was auch immer der da macht. Der steht da tatsächlich nur da, ne? Der macht ja gar nichts. Das ist ja lustig. Warte mal, die Empire Lowlander, habe ich die nicht von versenkt? Die habe ich doch von versenkt, oder nicht? Ja. Und da schon wieder, die 8.8er wurde ein bisschen abgewürgt. Ich bin mal gespannt, ob sie irgendwas verändert haben, wenn man die Mission abbricht. Man sitzt ja immer dieser, der Typ, wo man denn die Mission abgibt, steht ja direkt vom U-Boot immer. Mal gucken, ob sie da was geändert haben. Ja, schöne Rauchsäule. Tolles Panorama eigentlich, ne? Fackelt der Kahn ab. Das ist gut. Oder auch nicht. Oder das ist so ein verpacktes Ding, was nicht untergeht. Der kriegt keinen Schaden. Doch, jetzt kriegt er Schaden. Okay. Nochmal Schaden. Rennt er komplett runter.
Knöss. Ah, doch, der geht unter, ne? Mod Wasteland 3. Na komm, geh kaputt. Das gibt's doch nicht. Komm, nee, das kriegen wir nicht angefangen jetzt hier. Das wollen wir nicht. Der kriegt jetzt ein. Sicher zu sein, gebe ich nochmal ein hier. Okay, das Ding haben wir. Alles gut, Mr. Zock. Ich sehe das gerade im Discord. Kein Stress. Ich gebe dir auch nochmal sonst Discord-Rechte. Dann kannst du dann Ruhe immer hin und her schieben. Okay, das Ding haben wir. Legen Sie den Kurs an. Dann ab Richtung Heimathafen. Schneller, schneller! So. Diesel, der kann sich ausruhen. Dann passt das schon. Ja, da, wie gesagt, da bin ich nochmal gespannt, wenn wir gleich in den Hafen hineinfahren. Auch mit diesem Pfadfindersystem, ob man dann direkt schön an die Kaimauer ranfahren kann. Gruppe 1 bis 3. Ah, ne, den haben wir ja schon versenkt gehabt. Okay. So, jetzt bin ich so ein bisschen... Warte mal, der muss mal schlafen. Der übernimmt den Kartentisch. Der ist auf dem Punkt, okay. Ach, speichere nochmal. Einfach schnell mal nach Hause schippern. Wer ist denn die Fortune? Ist ja schon vorbei, ne? Oh, nein, Mr. Zock, Kanada ist rot. Mal kurz Pause. Kanada ist rot. Amerika ist noch nicht in Krieg eingetreten. Mexiko ist braun, was auch mal braun ist. Ist hier unten irgendwo was? Nö. Ne, die sind braun. Aber interessanterweise, ich kann die Landkarte leider nicht kleiner machen. Afrika, siehst du selber. Madagaskar. Gehört die Frankreich. Jetzt zu uns scheinbar. Zum Besetzen. Ja. Italienisch. Da guck mal hier. Die sind hier noch. Was ist das denn überhaupt hier? Protektorat Anden. Anden. Okay. Alles klar. Wusste ich auch nicht. Britisch-Indien. Ja. Uns gehört hier noch Syrien und Libanon. Gegen Frankreich noch. Okay. Ja, und so setze ich das hier ein bisschen fort. Australien. Ja, Australien ist auch noch nicht in Krieg eingetreten. Und Japan ist halt auch noch nicht drin. Die sind noch grau untermalt. Jo. Das finde ich, ist glaube ich auch noch ein bisschen buggy, dass das hier in Koordinaten noch eingetragen ist. Soll glaube ich nicht so sein. Wobei, hier ist das ja auch alles. Naja. Machen wir mal weiter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, jetzt wollen wir hier in den Heimathafen. Oh, was hat er denn gemacht? Ich muss den Kurs ja gar nicht mehr drücken. Ich brauche jetzt einfach nur so zu drücken. Das ist ja auch geil. Zu Befehl. Die Sowjetunion ist noch grau. Polen ist halb von der UdSSR besetzt, halb von uns. Litauen ist von der UdSSR besetzt, genau. Das ist Polen, ist Generalgouvernement, was auch immer das ist. Slowakei, Ungarn, Rumänien, Zypern und Griechenland. Da ist noch Widerstand. Albanien gehört zu uns durch Italien. Ja. Nordafrika. Ja, das haben sie schon cool gemacht. Das gefällt mir. Also, ich finde sowas immer cool. Ich denke mal, wir haben es ganz gut heute hinbekommen. Ohne dass das Spiel tatsächlich bis jetzt einmal abgestürzt ist. Hätte ich nicht gedacht.
Aber Junko meinte schon, vielleicht haben die ja schon ein paar Fixes mit eingebaut, ohne dass man das aktiv mitbekommen hat. Das einzig Blöde ist jetzt, wenn ich jetzt hier die normale Version spielen will, muss ich das unter Eigenschaften umstellen. Aus dem Beta-Slot wieder rausgehen, dass ich da komplett auf alle Beta-Teilnahme lösche. Und dann lädt er tatsächlich mir nochmal 5 oder 6 GB neu wieder rein. Und dann habe ich den die aktuelle Version, die 127er. Ja, das reicht vielleicht kleiner, ne? Ich denke mal auch nachher. Also es soll historisch dynamisch angepasst sein. Also ich bin echt gespannt, wie sie das nachher machen. Ob wir dann tatsächlich nachher den Hafen in Frankreich verlieren, etc. Boah, haben wir doch Gewitter. So, jetzt will ich mal tatsächlich mal schauen. Wir sollen jetzt hier hin, alles klar. So haben wir jetzt gesetzt. Ich habe einfach nur angeklickt. Das ist, also dieses Pfadfinder-System ist cool, der automatisch dir den Weg setzt. Das finde ich geil. Das Wort geil darf ich nicht benutzen, kriege ich mir Ärger mit meiner Frau. So, habe ich die Klappe dicht? Kriege ich hier schon Wasser rein? Okay, das alles. Gut, Kamerad, du bist oben drauf. Auch wenn es regnet. Und da ist auch nochmal die Taschenlampe machen, wollte ich gerade sagen. Den Scheinwerfer. Irgendwie kann man selber, hat man als selber als Offizier etc. eine Taschenlampe. Fragt mich aber nicht, wie man die benutzt. Ich hatte es einmal bis jetzt gehabt. Ah, war bis zum Ende besetzt. Alles klar. Mr. Zock weiß mehr als ich. Das finde ich auch gut. Das schätze ich auch an ihn. Ist Egbert denn wieder hier? Da wollte ich mal was fragen. Wo ist Egbert? Egbert, funktioniert das jetzt mit dem Chat? Also ich freue mich tatsächlich, wenn alles klappt, Ende des Jahres, ich ein... jetzt geht alles wieder. Das freut mich. Wenn ich tatsächlich das schaffen sollte, mir so einen neuen Rechner zu holen, mit dem Streaming-Bereich alles da oben einzurichten, dann will ich das Spiel versuchen, mal tatsächlich mal auf Maximum zu spielen. Also ich habe das letztes Mal irgendwo gesehen und das sah so gut aus. Da freue ich mich schon richtig drauf. So, ich will mal in den Hafen jetzt reinschippern. Jetzt will ich tatsächlich mal sehen, ob er gleich hier den Knick nimmt. Schade, dass wir nicht tagsüber haben. Erst 17 Uhr. Januar, gut, da war schon dunkel. Da kommen wir angeschippert. So, mal gucken, ob er gleich den Knick nimmt oder ob er tatsächlich irgendwo gegen die Kaimauer ballern. Oh, jetzt wird es gleich lustig. Day? Ach, das ist ein... in der Konsole könnt ihr das eingeben, okay. Aber gut, jetzt sind wir ja gleich im Hafen, dann passt es. Wobei, ich will tatsächlich irgendwann mal schauen, wie gesagt, wenn ich das auf höchste Auflösung spiele, ob der Regen da auch so schlecht aussieht wie meine Auflösung. Ja, du kennst auch echt alle Konsolenbefehle, ne, Mr. Zock? Das finde ich auch mal cool. Ach, guck mal, der macht das tatsächlich. Also dieses Fahrtwindersystem, was man automatisch hat, genau, jetzt bimmelt er. Das geht, ne? Er setzt jetzt rum. Ändert den Kurs automatisch. Okay, das war ich jetzt mit dem Drehen. Und nun? Mal gucken, ob das jetzt... Achso, das hat er so gemacht. Alles klar. Auch gut gelöst. Okay, da sind wir wieder. Jetzt sind wir im Hafen. Hier steht das Auto hier. Siehst du, am Anfang, wenn man jetzt startet, Mr. Zock, die erste Mission steht der Klaus Schmidt, heißt er, ne? Klaus Schmidt steht denn hier. Gut, zu dem gehen wir jetzt mal. Die Stimme ist ein bisschen leise. Ich habe sie schon ganz hoch gestellt. Aber schauen wir mal. Ja, das kennen wir ja. Ja, wir haben nicht viel versenkt, aber
Wir haben Hans Schulz hinzugewonnen. Das ist gut. 30.592 Bruttoregistertonnen versenkt. So. Ach ja, was jetzt ganz. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Wenn man jetzt das Ziel hat, wo man hin muss und da mit der Maus raufgeht, sieht man, wie viele Kilometer er noch fahren muss. Mr. Zock ist auch ganz cool. Das hatte ich auch im Stream nochmal angesprochen. Wenn du das Video morgen oder die Tage anschaust, wirst du es sicherlich sehen. So, was haben wir versenkt hier? Und die Namen stehen jetzt auch. Wobei ich. Das muss jetzt tatsächlich vom Patch auch herkommen. Weil ich hatte die Mod eigentlich deaktiviert. Jo, wir haben alles geschafft, aber geändert haben sie tatsächlich nichts. Mannschaftsausbildung. Landurlaub, das können wir mal anklicken. Ach, guck mal. Das sieht denn jetzt so aus. Französisches Feldlager. Bisschen anders, ne? Okay, aber da können wir schon was machen. Ja, können wir gleich mal versuchen. Deutsches Alpenresort nehme ich jetzt einfach. Kehlsteinhaus, wo ist das denn? Das Kehlsteinhaus. Ein Geburtstagsgeschenk des Führers für seinen 50-jährigen Geburtstag. Eine Herberge auf dem Gipfel des Kehlsteinbergs. Das Gebäude ist eine Residenz von Hitler, Bormann und Göring, die sich hier auch regelmäßig treffen. Eva Braun ist auch häufig anzutreffen. Ein idealer Ort zum Entspannen, aber auch um Kontakte zu knüpfen. Hier können Offiziere Belang mit wichtigen Persönlichkeiten des Dritten Reiches in einer weniger offiziellen Atmosphäre klären. Cool. Ich weiß gar nicht, waren diese Texte vorher auch schon da? Dass sie so ein bisschen historisch was reingebracht haben? Ansehen dieses Ortes wird durch offizielle Residenz von Adolf Hitler den Berghof extremst gesteigert. Okay. Einige Glückliche hatten hier die Gelegenheit, den Führer zu treffen. Stand das in der vorigen, in der 127er-Version auch? Ich weiß das nicht mehr. Die Bombenluftangriffe vergessen, ihre Partner mitzunehmen. Idealer Ort. Ruhe und Frieden. Ja, achso, alles klar. Okay, habe ich mir tatsächlich nie so durchgelesen. Finde ich cool. Wir wollen das deutsche Alpenresort. Achso, jetzt muss ich tatsächlich warten. Das ist ja doof. Ich wollte eigentlich noch... gut. Dann machen wir das so. Ich wollte vorher eigentlich die Mission annehmen hier. Zur Forschung. Okay, alles klar. Dankeschön für die Rückmeldung. Ich habe es ja tatsächlich nie so durchgelesen. Finde ich aber ganz cool so gemacht. So, wo ist Klaus? Ich möchte meine Gefälligkeit. Das kann ich noch nicht. Gibt es hier irgendwas Neues? Auf 7, freie Fahrt. Oberkommando. Nee. Hauptquartier. Okay. Das gibt es halt. Was ist das? Militär? Gut, da hat sich noch nichts großartig geändert. Sieht aber alles ein bisschen freundlich aus. Hier hat man jetzt tatsächlich mal einen guten Überblick über die Karte. Nehmen wir den Kommandoturm, glaube ich. Da brauche ich einen Ingenieur für, ne? Was habe ich denn für einen Freien? Ein Funker. Gott, ein Funker. Der könnte aber dann tatsächlich die Dinge da oben machen, ne? Befehlshaber? Nee. Ne, mit dem Funker kann ich gar nichts machen, ne? Das ist ja... Doch, hier. Funk. Ja, dann machen wir das. Komm. Dann machen wir das. Dann schauen wir mal, was in der neuen Mission wäre. Ragusa trifft. Ja, es war ganz anders wie in den Dokumentationen. Ja, ich will jetzt hier nicht so viel sagen. neue Befehle vom Oberkommando. So. Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich hätte tatsächlich mal so diese Obrigkeiten von früher aus dem Zweiten Weltkrieg gerne mal live gesehen und tatsächlich mal, sich das ein eigenes Bild zu bilden, wie waren diese Menschen wirklich so, ne? Wie wirkten sie auf einen, waren sie wirklich so charismatisch oder wirklich so verrückt, wie man das denn heutzutage sagt?
Heutzutage kennt man es ja noch von Hören und Sagen und irgendwelche Leute sagen, ja, die waren so und so vom Charakter. War es nun wirklich so? Also ein persönliches Bild von dem Matchmann, das hätte ich tatsächlich gern. Mr. Zocki habe ich schon. Ich hatte schon ein paar Kommentare gelöscht und auch ein paar Musikpassagen gelöscht. Da wollte ich mich auch noch drum kümmern, siehst du. So, mal gucken, was für eine Mission wir annehmen können. Das ist ja. Die Quadranten haben sich auch geändert. Also sehen die auf jeden Fall anders aus. Jetzt sind sie hochkant. Früher waren sie. Ja, breit. So, was gibt's hier? Schlachtschiff Nelson. Ja, das war eigentlich heute auch da, aber. Ich habe es nicht gefunden. Aber wir können Manfred Fischer noch hier bekommen. So, was ist das hier? Zwei Schiffe mindestens Korvettengröße versenken. Ich werde das tatsächlich machen. Weil ich mich auf das Schlachtschiff hoffe. Das ist jetzt auch neu. Das haben sie auch ganz nett gemacht. Genau. Hauptperson. Mal gucken, ob sie gleich nochmal zeigen, ob das die Nelson auch da ist. Nee. Zeigen sie nicht. Okay. Ja, dann werde ich tatsächlich mal das Ding abspeichern. Wenn ihr Bock habt, könnte ich tatsächlich auch das nächste Mal hier weiterspielen, dass wir vielleicht irgendwo mal sehen, wenn wir weiter in ein Spiel kommen, ändert sich hier was wirklich an der interaktiven Karte? Ändert sich nicht. Oder wir spielen halt wieder den normalen Patch, den 127er, wo wir da im Atlantik jetzt rumdümpeln. Mir ist das egal. Ich bin auch für das offen. Ich würde hier auch weiterspielen. Das könnt ihr euch ja gerne nochmal gleich überlegen. Ich wäre jetzt tatsächlich für heute hier am Ende. Spiel speichern. Schreibt er nochmal hier hinter B128, dann weiß ich auch Bescheid. Ja, wie gesagt, wir können das nächste Mal hier weiterspielen mit dem Patch. Ich fand es ganz lustig, es lief einigermaßen stabil. Wäre dafür bereit. Und dann wäre es das tatsächlich, warte mal, ich muss so kurz hier den Spielsound mal hier kurz aufstellen. Ist ein bisschen laut der Regen hier. So, jetzt ist es auch angenehmer. Gehen wir hier schon mal zum Menü. Das ist mir auch schön. Ja, Mr. Zock, das wünsche ich dir natürlich auch. Schlaf gut. Ich hoffe, das ist hier nicht zu spät geworden heute. Danke für deine Mühe im Discord und auch hier im Chat. Es geht natürlich auch an Junko und an Dark Putzig. Und an alle anderen wünsche ich natürlich auch eine gute Nacht. Schlaf gut, bis zum nächsten Mal. Wer Bock hat, kann einen Follow hinterlassen, der das Video hier sieht oder jetzt im Chat ist. Das Video werde ich dann heute nochmal hochladen auf YouTube und denke ich mal morgen früh online stellen. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe dort anschauen. Und dann wünsche ich euch einfach jetzt eine gute Nacht. Schlaf gut. Ich werde nachher nochmal so in einer halben Stunde nochmal online gehen mit einem Tabletop-Spiel X-Wing mit meinem Kumpel Tony. Das werde ich auch streamen. Wer Bock hat, kann sich das nachher nochmal anschauen. Ist kein Muss. Die meisten können damit nichts anfangen. Ich finde das cool. So, ja. Schlaft alle gut. Bis bald. Ciao. Und Eckbert wünsche ich auch eine gute Nacht natürlich. Und nur tanzen. Tschüss.